Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squad. Heute sind wir wieder am Start und es soll weitergehen mit einer neuen Episode. Letzte Episode hatten wir ein Team, mit dem wir gewonnen haben. Ja, mit Bale vorne drin, mit Mandzukic auf der linken Seite, Perisic, da hatten wir hier Susaeta und auf der Seite Daniel Caligiuri. Also, das war das Team der letzten Episode. Heute soll es wieder weitergehen. Zunächst einmal, ihr wisst es, wenn ihr mich supporten möchtet, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr PSN oder Microsoft Guthaben braucht, Link zu Kinguin in der Beschreibung. Und wenn ihr Headsets oder Kopfhörer braucht und mich unterstützen möchtet, Link zu Sennheiser in der Videobeschreibung. Gut, wir legen los mit dem Spieler der heutigen Episode. Ihr merkt vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen kaputt und ich gehe heute als Super Saiyajin. Es ist ja Halloween, für euch jetzt nicht mehr, weil für euch ist jetzt der nächste Tag. Aber für mich ist heute noch Halloween und deswegen gehe ich als Super Saiyajin. Ich meine, ich sehe nicht im Entferntesten so aus wie beispielsweise Son Goku oder so, weil meine Haare auch nicht so sind, aber sie sind auch explodiert irgendwie und verstrubbelt und in eine andere Richtung als normalerweise. Deswegen, ja, ich gehe als Super Saiyajin. Habe auch fast den Muskeltor so. Ja, gut. Heute geht's also los. Perisic Azufer. Eigentlich ist Fernandes ganz interessant. Ich glaube, den nehme ich mal. Habe ich bestimmt im Verein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nicht habe. Müssen wir mal nachgucken, wie das aussieht. Natürlich habe ich den Verein. Welche Überraschung. So, alles klar. Machen wir mal eine Random-Formation. Ich bin sehr gespannt. Ja, Fernandes kann es halt überall spielen. Das ist der Vorteil, beziehungsweise auch Nachteil, weil wenn jetzt eine Fünferkette kommt, müssen wir die spielen. 4-3-2-1. Ja, das ist in Ordnung. Hatten wir auch schon. Ja, hatten wir schon öfter, aber das ist nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los, gehen auf den Transfermarkt. Ich muss noch Countdown stellen. Nicht den Countdown, nein, ich muss noch Countdown stellen. Und dann können wir abrutschen. Wortwahl ist halt Halloween, ne? So, Timer und wir starten in 3, 2, 1 und los geht der Fisch, alles klar. Okay, Portugal, was kannst du mir bieten? Rechtsverteidiger João Pereira, linker Flügel Bruma, linker Flügel Ronaldo, linker Flügel Dani. Das macht das Ganze jetzt schon wieder deutlich schwieriger. Am Arsch dann, Quaresma als rechter Flügelspieler in der Sturmspitze kommt Jackson Martinez hin, weil Quaresma braucht ja einen Stroning, weil er wird einen Weaklink haben, ja, beziehungsweise einen Deadlink. Dementsprechend braucht er noch einen Stroning, um auf volle Chemie zu kommen. Wird unser Stürmer sein. Und da haben wir schon mal unser Sturmduo zumindest. Jetzt brauchen wir mal einen zentralen Mittelfeldspieler, beziehungsweise irgendeinen, der mit Mr. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, den Vornamen. Auf jeden Fall Fernandes sich verlinkt. Und da haben wir natürlich einmal auf der 6er Position, wo ist ein Lokomotiv, genau. Las Diarra, der ist natürlich da. Allerdings, Bakbou Soufa ist auch noch da. Tarabt wäre allerdings doof, glaube ich. Gibt es einen linken Flügelspieler, beziehungsweise linken Stürmer aus Marokko? Natürlich könnte man beispielsweise mit Elsa arbeiten, aber auf der anderen Seite. Asaidi. Der hätte auch direkt einen Stronglink. Das ist eigentlich eine Überlegung wert, aber genauso ist am Rabatt eine Überlegung wert. Allerdings gibt es wahrscheinlich keinen marokkanischen zentralen Mittelfeldspieler aus der BBVA. Marokko. BBVA. Nein. Es wird natürlich ein Skillsquad werden dann auch und das will ich ehrlich gesagt nicht. Dann nehme ich lieber den Franzosen, um das Ganze auch noch ein bisschen französischer zu machen. Wir können natürlich nicht wieder Ribéry nehmen, weil wir den erst vor 2 Episoden hatten oder so. Aber Las Diarra ist auf jeden Fall drin. Maicon könnte man auch nehmen. Oh, das... Nee. Ich muss nur Diarra mal finden. Dann können wir den auch benutzen. Da ist er. Alles klar. So, gut. Der hat einen Deadlink. Das heißt, er hat einen Stronglink. Alles klar. Dann ist er versorgt quasi. Braucht jetzt noch entweder Stronglink oder 2 Weaklings. Und das kriegen wir, glaube ich, relativ gut hin mit Frankreich. Linker Stürmer Alessandrini wäre möglich. Griezmann wäre möglich. Dann wäre BVA. Ribéry wäre möglich. Nasri wäre möglich. Moyo wäre möglich. Eigentlich wäre hier ziemlich vieles möglich. Ich würde mich aber spontan mal für Griezmann entscheiden. Und dann brauchen wir noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Allerdings gibt es einen Franzosen in der BVA. Ich glaube nämlich eher nicht. Und das ist schlecht. Doch, Zuruzua. Einer mit dem behindertsten Namen aller Zeiten. Sechser, Benzema, Sissoko. Ja, das haben wir schon mal das Problem. Alessandrini hatten wir Kabay eventuell, aber das ist auch nicht so besonders toll.
Machen wir das Ganze mal mit Zuru Tuza. Wir erwähnen jetzt den Namen. So, alles klar, haben wir den schon mal. Und Griezmann. Und als nächstes brauchen wir einen Linksverteidiger aus Frankreich oder aus der BVA, der irgendwie in eine andere Liga verlinkt. Und da habe ich schon eine gewisse Idee. Allerdings muss ich mal nachgucken, ob ich das in die Tat umsetzen kann. Tremolina. Ne, der ist Franzose. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Ansaldi, Argentinien, blöd. Cointrau, Portugal, blöd, haben wir außerdem schon. Marcelo, ja, Brasilianer. Wir kommen der Sache näher. Ich könnte aber auch. Also spielt Iori beispielsweise, spielt noch bei Hammelhausen, ne? Iori. Innenverteidigung. Der spielt nicht bei Liverpool, ne? Nee, der spielt bei Bordeaux. Aha. Ja gut, dann erst recht. Linksverteidiger nehmen wir dann Ansaldi. Als Innenverteidiger nehmen wir Rojo, und zwar den Rojo von Manchester United. Ich weiß nicht, ob ich den Verein habe. Ich glaube, bei ihm habe ich nicht im Verein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Dann als Torwart nehmen wir den guten David. De Gea natürlich. Einer der overpoweredsten Keeper dieses Jahr. So. Und dann brauchen wir nur noch den Rechtsverteidiger. Aber da ist jetzt die Frage, gibt es einen Rechtsverteidiger von Bordeaux? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Gott sei Dank. Leider keine Forster-Skills, ne? Aber natürlich hätte ich auch dran denken können, dass es Mariano gibt. Ja. Haben wir schon Brasilianer? Nee, ne? Ja. Sind wir fertig? Das war ja mal mehr als easy. Das war ja. Ha! Das ist ja nichts gewesen hier. Kann ja nicht noch ein Team bauen in der gleichen Zeit. Okay, 1,52. Nein. Nicht zu sehr pushen. Aber das war schon, das würde ich sagen, war relativ ordentlich. Machen wir mal eben fertig, so halbwegs zumindest noch, weil wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht jetzt, dadurch, dass es alles so schnell ging. So, Fernandes kommt auf die Seite dann dementsprechend. Rechter Stürmer wird mein Lieblingsrechter Flügelspieler zusammen mit Gareth Bale dieses Jahr, und zwar Ricardo. Stürmer wird Jackson Martinez. So, linker Stürmer wird Antoine Griezmann. Wenn ich den jetzt nicht habe, bin ich enttäuscht. Oh, da ist er. Nein. Ah. Immer dieses. Da. So, wunderbar. Zentraler Mittelfeldspieler Las Diarra. Der ist Sechser. Wahrscheinlich bei mir. Ja. Oder ich habe ihn gar nicht. Aber das ist. Oha. 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 Okay, das war unerwartet. Aber egal. Zentraler Mittelfeldspieler zu Duza. Könnte ich auch noch haben, unter Umständen. Zu Tuza. Habe ich auch nicht mehr. Das ist komisch. Das ist ganz komisch hier. Linksverteidiger, ja, Ansaldi dürfte ich haben. Ja, da ist er. Wunderbar. Innenverteidiger, Rojo. Das ist jetzt die Frage, weil das weiß ich echt nicht. Nee, Rojo habe ich nicht. Iori habe ich auch nicht. Mariano habe ich auch nicht. De Gea habe ich auch nicht. Okay, alles klar. Dann hatten wir nur ganz wenige. Mein Verein ist nicht so voll, wie ich dachte. Egal, ich baue das eben fertig und melde mich dann gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Hat ein bisschen, ja, was sich geändert. Was für ein Satz. Aber egal, ja, mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass Rojo und Iori ja gar nicht die gleiche Nationalität haben und das dementsprechend kompletter Nonsens war, was ich hier gemacht habe. Aber trotzdem habe ich es geschafft, das Team zu No Links wasten. Es sind im Endeffekt jetzt 4 Ligen und nicht 5. Und dazu gibt es jetzt 6 Nationen. Und ich denke mal, das ist ganz gut. Wir haben Lopez im Tor, Campagnaro, Juan Jesus, Fernandes rechts, und ansonsten ist das Team genauso, wie wir es gedacht haben. Wir haben quasi hinten eigentlich nur Non-Rare-Spieler, abgesehen von Lopez, und vorne halt Goldspieler, seltene Spieler. Und ich habe eine gute Hoffnung, also ein gutes Gefühl, dass das mit denen funktionieren könnte. Wir geben ihm nochmal Fitness. Und würden dann würde ich sagen, suche ich mal einen Gegner und bis gleich. Hat ein bisschen gedauert, aber Gegner ist gefunden. 80er Bewertung. Okay, wahrscheinlich keine Non-Spieler. Doch, und zwar relativ viele. Und zwar Nicolce, Noveski, Jung, Neustädter, Jansen, Holtby, Gomez, Bellarabi, Müller, Bender, Subotic und Leno. Eines der komischsten Teams, denen ich bisher begegnet bin, aber das täuscht wahrscheinlich einfach nur. Wegen Noveski, der ist ja irritierend.
Bender. Das ist doch nicht wahr, dass Mario Gomez gegen mich trifft. Das war so schlecht verteidigt, dass... Oh Gott. Was habe ich denn da gemacht? Ja, Zurutuza, warum steht... Nee, das war gar nicht Zurutuza. Wer war denn das? Mario Fernandez war das. Dann, da ist Zurutuza und wo ist Campagnaro? Da, nee, da. Keine Ahnung. Zu weit weg. Oh, wie schön das gespielt war. Oh, Mann, warum ist denn der rechts, linksfuß? Der Ball war nicht auf Fernandes geplant, aber von mir aus kann er halt auf Fernandes kommen. Und dann macht er das Tor. Ja, der obligatorische Treffer, beziehungsweise Assist, beziehungsweise Scorerpunkt, beziehungsweise gute Aktion. Der ist, hybridisierten Spielers. Natürlich, na okay, Sweaty war das eigentlich nicht wirklich. Ich meine, mit Griezmann kannst du halt nicht mit rechts abziehen und ja, Fernandes war halt frei und eigentlich war der Pass auch auf Jackson geplant und mit dem wollte ich einen Hackenschuss machen, aber von mir aus auch so. Ach, gelb-rot. Ja gut, nach 37 Minuten ist es eine Hausnummer, ne? Guckst du weg, denkst du, okay, ist ja nichts weiter passiert und dann gelb-rot. Aber gerechtfertigt. Träumchen von dem Pass von Quaresma auf Griezmann und der macht den Ball rein. Oder Griezmann. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Ball drin zum 2-0. Das war ein richtig schöner Pass. Da sieht man wieder, dafür ist Quaresma gut. Ist ja sowieso der geilste Spieler unter der Sonne. Ja, gute Ballmitnahme von Antoine. Und gut, Leno kann da wenig machen. Ich kassiere 2 Tore durch Mario Gomez und 2-mal habe ich Scheiße verteidigt. Was ist denn hier los? Fußabwehr. Kurz vor der Halbzeit, aber vielleicht haben wir noch die Chance durch die Ecke. Das wollte ich nicht. Quaresma macht die. Und zwar so, dass wir ihn ranholen. Aber es. Vielleicht verhindert er es klug. Vielleicht funktioniert es einfach überhaupt nicht, weil er gar nicht in die Mitte läuft, der Fernandes. Normalerweise läuft er so nach vorne in die Mitte. Dann kann man da schön durchstecken, aber jetzt gerade in der Situation mal nicht. Aber wir haben ja Jackson in der Mitte, der kann ja köpfen. Macht das auch. Ja, das war mit Ankündigung, würde ich sagen. 3-2, 45. Läuft doch. Zwar 2 Tore durch Gomez kassiert, aber wir sind immer noch in Führung. Oder wieder. Wir haben Halbzeit. Ja, muss man eigentlich nichts zu sagen. Außer, dass ich Durst habe, aber nicht aufstehen kann, mir was zu trinken holen. Ich war wahrscheinlich verdursten und dann als gieriger, durstiger, blutdürstender Zombie durch die Gegend laufen. Für mich ist noch Halloween, tut mir leid, für euch nicht mehr, aber es... Ja. Da willst du den Rabona so einsetzen, wie er gedacht war, und da macht er einfach keinen Rabona. Für alle, die es nicht wissen, ja, Quaresma ist ja quasi der Erfinder des Rabona. Und von welcher Seite macht man den logischerweise? Von der, auf der der schwache Fuß... Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Wenn er jetzt beispielsweise von links kommt, er ist ja Rechtsfuß, dann müsste er mit links flanken und dann macht er einen Rabona. Und normalerweise sonst ein Rabona-Fake. Also nicht normalerweise, aber so wäre es möglich. Schöner Pass auf Griezmann, wieder mal von Quaresma, so wie ich das sehen hier. So, jetzt, ja, Ballrolle und ein Golasso, 4-2. So einfach kann es dann doch mal gehen. Einfach mit dem Rabona-Fake angehalten und er läuft voll ins Leere. Griezmann-Hattrick? Nee, komm, ich will, dass Quaresma ein Tor macht. Ich wollte, dass er mit der Hacke macht. Ich habe LT gedrückt. Aber ich habe ja gesagt, ich will, dass Quaresma trifft. Von daher vollkommen egal. Ich habe ja sowieso 4-2 geführt. Aber trotzdem. Das war jetzt zu sweaty. Nicht schön. Sorry. Tut mir leid. Ja gut. Mann, jetzt wollte ich den Dragback-Fake machen und dann pfeift ab. Aber gut, 5-3, das hätte auch ein 5-0 sein müssen eigentlich. Aber das,
Ich habe viel zu viel rumgeskillt, ich habe dumme Gegentore kassiert, aber naja, was willst du machen? Der Sieg ist Sieg und das war's dann von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, wie schon erwähnt. Vor allem für die Saiyajin-Figur. Figur, Mann, ey, ein Tier. Möchte ich ein Saiyajin zu Halloween. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.